Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und zu den News vom 25.12., die letzten News in diesem Jahr. Und es wird wieder ein bisschen weihnachtlich und natürlich steht auch Silvester vor der Tür. Auch in diesem Jahr gibt es im Winterdorf natürlich wieder eine Silvesterparty. Jede halbe Stunde gibt es ein Feuerwerk und es gibt auch wieder diese wunderschönen Anzeigetafeln, wo ihr immer ablesen könnt, wann das nächste Feuerwerk stattfindet. 2 Wochen lang wird diese Silvesterparty verfügbar sein. Und ja, was es sonst noch gibt, schauen wir uns natürlich auch noch an. Passend dazu könnt ihr natürlich auch Laternen steigen lassen wieder dieses Jahr und selber Raketen abfeuern. Die könnt ihr hier im Winterdorf am See auch kaufen. Und ja, da wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei. Nicht zu vergessen, natürlich wieder die berühmte Winterdisco hier im Winterdorf, wo ihr ein bisschen ja, abfeiern könnt, auf die Bühne gehen könnt. Ich glaube, man kann da sogar ein bisschen wieder spielen mit den Instrumenten, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich habe das noch gar nicht von Dichten gesehen, aber hier könnt ihr auf jeden Fall mit euren Freunden ein bisschen Silvester-Weihnachts-Feeling feiern. Und was ist überhaupt mit dem Julbock da los? Der tut mir gerade ein bisschen leid, der sieht aus, als ob er in Flammen steht. Außerdem passend dazu ist natürlich auch ein Kleidungsgeschäft erschienen. Hier mitten auf dem Markt im Winterdorf findet ihr den Silvesterkleidungsladen mit ein paar neuen Kleidern da drin. Sehr, sehr schön. Meteor heißt es. Ein Paillettenkleid. Sehr, sehr schön. Ja, die könnt ihr auch kaufen. Sind ja jetzt nicht so günstig, aber die haben Werte und das finde ich sehr, sehr cool. Denn dann kann man sie natürlich auch im Sommer tragen, weil ein bisschen sommerlich könnte das auch aussehen. Und ich glaube, mir gefällt das Kleid echt richtig, richtig gut. Ansonsten gibt es natürlich auch noch einen wunderschönen Smoking. Heißt es so hier? Nee, Kostümjacke heißt es. Aber auch die alten Sachen, die wir schon kennen, die kann man hier natürlich auch noch kaufen. Sehr, sehr schön. Und ja, da können wir auf jeden Fall loslegen, uns ein bisschen silvesterlich einzukleiden. Außerdem gibt es im Bonus-Shop in Moorland 5 neue Gegenstände und die werden wir uns jetzt mal schnell anschauen. Das ist, Moment, oh schade, die Sicht kann man so nicht ändern, aber ich glaube, so geht es auch einigermaßen. Ein Poloshirt, Flammenlogo-Poloshirt, okay, ist auf jeden Fall relativ schlicht, aber irgendwie ganz schön. Also ich glaube, dafür, dass es das umsonst gibt, kann man da echt nicht meckern. Kann man vielleicht auch mit einigen Sachen kombinieren und ja, ein bisschen Werte hat es. Ist auf jeden Fall besser als nichts. Das ist auf jeden Fall ganz okay. Und ja, auch die Handschuhe finde ich eigentlich sehr schön. Finde ich schön, dass es endlich mal wieder ein paar neue Gegenstände gibt im Bonus-Shop. Das Winterdorf ist natürlich auch immer noch bis zum 8. Januar verfügbar. Und ja, nächste Woche wird wahrscheinlich irgendwie ein Rennen oder sowas kommen, habe ich gehört. Beziehungsweise habe ich gelesen. Ist es da Yurina? Warte mal, Moment, ich muss mal kurz gucken, ob das Yurina ist. Nee, 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 tatsächlich. Also ich erkenne Yurina sogar von ganz, ganz weit weg. Nur mal so am Rande erwähnt. Und ja, ich bin leider ein kleines bisschen erkältet. Ich hoffe, man hat es jetzt nicht so gehört hier im Video. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was aufnehmen heute oder ein bisschen streamen. Mal schauen, ob das klappt. Ich weiß es noch nicht so genau. Weil, ja, ich fühle mich doch echt ein bisschen verschnupft. Und ja, ich würde dennoch sagen, ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Weihnachten noch. Habt noch schöne Festtage. Ich hoffe, ihr habt schöne Sachen auf jeden Fall geschenkt bekommen. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie euer Heiligabend so war. Das würde mich doch sehr interessieren. Und bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason. But I'll cherish every day until you come my way this season.